dystopia is the inside of your own head. Gigantic computer. Something that has to be done. Nirgendwo. Oh Maria, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, bitte glaube mir, ach, du liebe, ja. Was auch immer mit der anderen war, das ist vorbei, ich schwöre es dir, ich schwöre es dir. Oh, sehr geehrte Damen und Herren, die Leipziger Buchmesse und die Manga Comic-Con sind nun beendet. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch und Ihre Teilnahme und würden uns freuen, Sie auch im nächsten Jahr wieder bei uns begrüßen zu können. Ja, Domitz, herzlichen Dank fürs Einpacken. Das war sehr hilfreich. Ja, ich setze mich jetzt hinten drauf. Ja, ganz genau. Nee, du kommst da vorne rechts rein. Ne? Okay. Ja. Franz, letzter Tag. Wir sitzen im Hotel Don Giovanni. Hinter uns sind, glaube ich, Blumen. Und ein bisschen Umgebungsgeräusche. Wie war das für dich heute? Ja, heute war das der letzte Tag. Und er war nicht so mörderisch wie gestern. Ja. Aber es gab viele Gespräche. Ja. Und vor allen Dingen für dich als Autor. Ja, es war wieder unglaublich. Ja. Ich habe mich ja gefragt, ob diese Messe, ob die wirklich sinnvoll ist. Und habe festgestellt, die ist für mich total wichtig, weil ich die Menschen erlebt habe mit ihren Emotionen. Ich habe gemerkt, wie die mit mir sprechen wollten. Und das für sie ein unglaubliches Erlebnis war, nicht nur eine Unterschrift mit einer persönlichen Widmung zu bekommen, sondern eben auch ein Foto. Die genau. Nehmen das Foto mit nach Hause und sagen, ich habe den Autor kennengelernt, der hier dieses Buch geschrieben hat. Und als ich später in den Messehallen war, da sind die nochmal auf mich zugekommen und sagen, Herr Traugut, die haben ihr Buch empfohlen. Ja. Und das ist natürlich das, ganz, ganz toll. Das ist grandios, ne? Weil letztendlich ist es so, man ist auf Empfehlungen angewiesen. Ja. Ja, und wenn das jemand kennt, das Buch, dann ist es auch leicht, das zu empfehlen. Aber Franz, jetzt mal ganz ehrlich, weil wir ja auch Geschäftsleute sind. Wie würdest du das Projekt Messe als Geschäftsmann einordnen? Also erstens mal hat es mehr gekostet, als es angebracht hat. Hält sich zwar in Grenzen, aber nächstes Mal muss ich beim Marketing Regalflächen verkaufen. Ich glaube auch. Da müssen wir was tun. Ja, und wenn ich mir so vorstelle, nächstes Mal, also ich würde gerne wieder, ich würde gerne wieder nach Leipzig und am liebsten mit dir. Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Ja, aber es hat auch, das Ganze darf man nicht nur kommerziell sehen, weil ich habe nämlich heute wieder gelernt, dass diese Menschen, und zwar nicht nur Frauen, obwohl ja viele Frauen da waren, die überliegen, dass die einfach mit Herzen lesen. Und da, wir haben ja heute kein Buch dabei und da fiel mir natürlich der Spruch ein von Saint-Exupéry, dass wir mit dem Herzen sehen müssen, weil die Augen nicht alles erkennen können. Ja, ganz genau das. Und ich habe mir vorgenommen, obwohl ich ja nun wirklich ein älteres Kaliber bin, mal daran zu denken, wie das war, als wir Kinder waren und dass man sich wirklich bemühen muss, wirklich mit dem Herzen zu sehen. Ja, stimmt. Ja, als Kind hat man es zwar gelesen, aber es war als Literatur zu schwer. Nur wenn man jetzt als Erwachsener liest, dann guckst du da mit ganz anderen Augen direkt mit dem Herzen. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir die Chance als Autor ja, das
das gegeben hast. Ne? Das ist super. Ne? Okay, dann lass uns morgen eine gute Einfahrt machen. Ja, genau. Dankeschön. Morgen nach dem Frühstück sind wir weg. Sind wir weg. Okay, Dankeschön.